Peggy 18. Hallo Jungs und Mädels, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Last of Us Part 2. Okay. Oh, oh, oh. Nicht gut. Oh, oh. Überhaupt nicht gut. Wir sollten die Strippe geben. Oh. Hier ist ja alles voll. Du Scheiße. Das ist bestimmt bei den Temperaturen nicht so angenehm mit dem Wasser. Hat das die Mütze sogar geklaut. Was? Das war verdammt knapp. Na toll. Jetzt haben die sie gefunden. Das ist natürlich richtig scheiße jetzt. Du sagst es. Da oben, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da hoch? Hier, damit! Hey, Mädchen! Hilf uns mit diesem Ding! Auf den Karren schieben! Kommt rein! Ich schaff die Gondel ans Fenster! Haltet mit diesem... Okay.
fuck. Bis nach Jackson verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr ja, so weit. Meine Freunde. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay. Du reitest mit mir. Komm. Komm. Und ab zu den Feinden. Damit. Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör der Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um! Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gas? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch, kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Oh, fuck. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen.
sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Wir übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Tja, das Leben ist hart. Leute. Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Ja. Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Wow. Schöne Scheiße. Das war aber klar. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Oh, das Bein ist übel. Wird dann lang, nicht lange mit überleben. Puta madre. Joel. Mel. Wer bist du? Rate mal. Sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Bind jetzt sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Ich lasse mich nicht hetzen.
Autsch. Scheiße. Joe! Tommy! Wie komme ich da runter? Na toll, du alleine. Gegen den Rest der Welt, oder was? Leider, dass er nicht in Ordnung ist. Scheiße. Scheiße. Alles okay. Alles okay. Bloß sie muss sich das mit angucken. Joe. Fuck. Scheiße. Finger weg! Fesselt sie! Lasst mich los, verdammt! Mist, Jack! Ihr habt sie doch! Okay! Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn Hat frei! Hat sich eingeschlichen! Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkreuzt! Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt! Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Nein! Schmoll in der Hölle. Ich bringe euch um. Nein. Autsch. Oh mein Gott. Ellie. Tut mir leid. Jesse? Sie sind hier unten. Nein. Wir sind abgehauen. Und haben sie leben lassen. Glück gehabt. Weil die anderen überraschend kommen. Wenn die anderen nicht überraschend gekommen, dann
wäre sie auch hinüber gewesen. Scheiße. Das war verflucht knapp. Sein Bruder. Hi. Der lebt auch noch. Glück. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Das heißt, sie können nicht. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Fuck. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Da sind die schon ganz schön weit weg. Die haben so schon Vorsprung. Okay. Okay.
Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Haufen Blumen. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. Schön eingerichtet hier. Nicht schlecht. So, sammeln wir erstmal die Tasse ein. Beziehungsweise, da gibt es jetzt einen Journaleintrag zu. Gitarre. Die Uhr. Ein Revolver. Alles okay? Komm einfach runter. Hört sich nicht gut an. Maureen, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf.
Ja. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tom. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr würde ich also einfach wegschleichen. Hm. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit dem Pferd. Und nehmt Munition mit. Das einzig Logische, was sie machen kann. Anders geht's nicht. Nur tut mir eingefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Ja, kann nichts anderes machen, als ihre Überlebenschancen zu erhöhen, denen sie das anbietet. Anderes machen kann sie leider nicht. So, Jungs und Mädels, sollte euch das Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben. Aber dann schreibt doch was in die Kommentare. In diesem Sinne, bis denn dann.